So, ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Ausgepackt hier aus dem Hause Modellbau König. Ja, und voller Stolz präsentieren wir euch wieder ein eigenes aus unserer eigenen Hausmarke von Das Werk. Und zwar habe ich hier einen guten alten Bekannten, der endlich wieder verfügbar ist mit einigen Special Parts. Dazu gleich aber später mehr. Das Werk 35037 im Maßstab 1:35 haben wir. Mittlerer Zugkraftwagen 8 Tonnen, Sonderkraft Z7 mit Crew. Ne, das ist ja schon mal eine schöne Besonderheit, wenn hier Figuren mit dabei sind. Wir haben insgesamt 8 Spritzlinge plus Glasigteile, Ätzteilbogen ist dabei, ein Metallseil und 6 Figuren. Die werden hier frei Haus mitgeliefert. Dann haben wir 4 Deckel- und Bemalvorschläge, 15 Baustufen gibt es zu bewältigen und das Ganze zu einem Preis von knapp unter 50 Euro. So, das sind jetzt erstmal die Basisdaten von dem kleinen Schmuckstück hier. Was sich darunter verbirgt, das kommt gleich und da habe ich auch schon mal was vorbereitet. Hier haben wir nämlich die Anleitung, ganz wie gewohnt für euch im Das Werk-Style, die ja immer so ein bisschen auf alt dahergemacht wirkt. Ja, und das kann man hier sehr schön sehen. So, da haben wir hier nochmal die Beschreibung. Das Werk ist klar, vor dem Zusammenbau lesen, schön in Frakturschrift. Dann hier in mehreren Sprachen nochmal der Hinweis, was wie wo, dass man einige Sachen beachten und tun und lassen sollte. Dann hier die Piktogramme und die Farbtafeln, die kommen von Amo auf Mick, weil die Jungs so nett waren und uns da die Color-Profile erstellt haben. So. Aber nicht alle, das gebe ich auch gleich zu bedenken. Nicht alle Farben werdet ihr benötigen. Da würde ich dann auf die letzten Seiten blättern, falls ihr euch überlegt, da gewisse Farben zu kaufen. Da sind nämlich die für die jeweiligen Varianten die Farben angegeben. So, nun aber zum Inlet hier, zu dem Innenteil. So, und auch hier, da gehen wir einen ganz traditionellen Weg. Da gehen wir hier erstmal die Teilübersicht, die benötigt werden. Blau wird nicht benötigt, das kann dann entweder dem gelben Sack zugeführt werden oder aber in des Modellbauers Reich Verwertung wieder zugeführt werden, also in die berühmte Grabbelkiste. So, auch hier der Start ganz klassisch. Da starten wir nämlich hier mit dem Zusammenbau der unteren Sektion, der Schwingarme. So, und wir haben... Es gibt ja manchmal immer so ein bisschen Probleme mit einem gewissen Hersteller und den Anleitungen und deswegen haben wir uns das zur Aufgabe gemacht, dass diese Sachen Probe gebaut werden, dass wir gucken, wo sind da Fehler, wo muss was ergänzt werden. Dem habe ich mich ins Getümmel gestürzt, das hier für euch Probe gebaut. Also das, so wie es hier steht, das kommt tatsächlich hin. Auch die Farbangaben und diese ganzen Sachen, also darauf könnt ihr euch verlassen, kein Kuddelmuddel. Das passt eigentlich soweit ganz gut. Was heißt eigentlich, das passt wirklich so gut. Ich habe da nicht umsonst nach Feierabend dran gesessen und das gerne für euch gemacht. So, und der Zusammenbau ist relativ simpel. Ist ein, ich würde sagen, heute wird, ja, oder man wird heute so sagen, ein Full Interior Kit, weil wir haben einen Motor dabei. Die ganzen Gepäckfächer kann man offen und geschlossen darstellen. Dazu aber gerne später noch mehr. Die Kette ist beweglich, ganz wichtig. Das sage ich dann auch noch mal gleich das eine oder andere zu. Und wir bekommen hier die Figuren dazu. Das sind hier die 6 Protagonisten, wobei hier der Kollege, das ist dann die Fahrerfigur, der dann hier schön platziert wird. Dazu würde ich euch noch raten, das Lenkrad noch nicht festzukleben, weil sonst passt der da nicht rein. Habe ich mir so sagen lassen. So, ja, was haben wir hier für Deckel- und Bemalvorschläge? Die haben wir hier aufgeführt und zwar ist das sozusagen immer so. Da haben wir hier eine 4-Seiten-Ansicht, also es ist immer vorne und hinten. Und da manche Schwarz-Weiß-Aufnahmen tatsächlich nicht ganz schlüssig waren, haben wir mehrere Optionen beigelegt. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel die Dekels in Schwarz oder auch in Weiß verwenden, wie es euch besser gefällt. Ich habe da das Weiß rausinterpretiert. Solltet ihr es nicht brauchen, kommt es auch gerne in eine Grabbelkiste. Der nächste Bausatz wird dich darüber freuen. Ich denke mal, ganz interessante Varianten. Wir haben ja wirklich von 1943 bis 1945 alles dabei. Über die Ardennen, Frankreich, Russland. Also da ist wirklich eine ganze Menge mit dabei. Ich meine natürlich... So, und hier hinten die Auswahl von 9 Modellen. Oder von auch schon vorhandenen. Da kann man ja vielleicht mal gucken, was da noch so demnächst erscheint. Also bleibt weiterhin gespannt. Aber jetzt kommen wir mal zu den Kunststoffteilen.
Auch hier habe ich mir einmal erlaubt, das schon mal so weit vorzubereiten. Und wie ihr seht, ist der Bausatz wirklich pickepacke vollgepackt mit hier schönen Bausätzen in diesem hellgrau gehalten. Und die sind relativ groß, die Spritzlinge, also die... Der Bausatzkarton geht gerade mal so zu und da gucken wir uns natürlich an, was wir euch hier so Schönes dann dafür mitgebracht haben. So, hier haben wir schon mal jede Menge Rahmteile. Das wollen wir uns jetzt mal angucken. So, und wenn wir uns jetzt hier mal die Qualität angucken, also sehr schön gemacht. Es ist jede einzelne Schraube, so, ich gehe mal näher ran, jede einzelne Schraube ist hier schön zu erkennen, sind hier sehr schön rausgearbeitet. Die Gewehrhalterung haben wir hier. Und natürlich auch die Polster, so, und die Polsterung für die Sitze, die haben auch eine gewisse Struktur. So, es liegen einige Optionsteile bei. Ihr könnt, das ist ja das Produktionsjahr 1943, die früheren Produktionslose liegen teilweise bei. Dran zu erkennen, zum Beispiel hier an diesem Winkelement, was dann da so vorbereitet ist. Da bitte auf die Anleitung achten, damit man gucken kann, welches Bauteil jeweils dann auch benötigt wird. Habe ich auch gemacht, habe mich daran orientiert, was der Herr Spielberger sagt, was die andere Fachliteratur so sagt. Da gibt es nicht sehr große Unterschiede, aber es sind da halt doch einige so, und einige Optionen sind dann schon mal drin, die man dann beachten sollte. So, das Pressblech hier sehr schön zu erkennen an den Verstärkungsrippen. Auch das sehr schön hinten. Das wird dann das Heck, da kommt dann das Werkzeug drauf. So, hier einige Anbauteile. Ich empfehle euch, und auch da kann ich wirklich aus Erfahrung sprechen, scharfes Werkzeug zu benutzen, damit die, diese kleinen Auswerfermarken, so wie in diesem Bereich hier, damit man das wirklich schön gut entfernen kann. Genauso wie hier, das ist eigentlich der größte Pferdefuß, den ich in dem Bausatz gefunden habe. Diese Sachen hier, dass die einmal abgeknipst werden, ein bisschen angeschliffen werden, weil ihr habt die Option. Hier sind nämlich die Staukästen drin, ist ja die Artillerie-Variante bzw. die Pionier-Variante, und dass hier dann immer jeweils Sachen dann auch offen dargestellt werden können. Genauso wie in diesem Bereich hier, auch diese Schubläden und Kästen hier, die können offen und zu dargestellt werden, und sollten die offen dargestellt werden, wie gesagt, das ist nur die Option, falls es offen dargestellt werden sollte, dann würde ich mir die Arbeit machen und das gegebenenfalls dann verfüllen oder einmal Planschleifen. So, nächster großer Spritzling, den wir hier haben. Zack, einmal in die Mitte gerückt. Ja, ganz wichtige Teile für vorne kann man schon sehen. Da sitzt einmal hier der Fahrer. Dann haben wir hier das Fußbett, hätte ich beinahe gesagt, mit dem Riffelblech. Hier sehr schön rausgearbeitet. Das konnte man ja alles hochnehmen. Da mussten Sachen immer geschmiert werden. Deutsche Fahrzeuge waren relativ aufwendig zu warten. Vielleicht einer der Gründe, warum der Krieg in die Hose ging. Wer weiß, wer weiß. Motorteile haben wir hier, Lüftung. Und dann hier auch vorne die, Stoßdämpfer, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ist natürlich Quatsch. Vorne die Kotflügel, die haben wir hier. So, und die verfügen natürlich, wie man sehr schön sehen kann, hier über diese wunderschönen, gebogenen Teile, wie das halt damals so üblich war. Ein paar klitzekleine Bauteile sind hier auch drin. Gerade die Griffe und die Halterung von den einzelnen Luken oder so, die haben es in sich. Da muss man echt aufpassen. Das ist richtig Fummelei. Mit ein bisschen Willen und vor allen Dingen mit ein bisschen Konzentration ist das aber absolut kein Problem. So, man kann oder hat die Möglichkeit, dass man den Motorraum offen lässt. Das war auch damals bei der Wehrmacht gang und gäbe. Die Motoren neigten ganz gerne zum Überhitzen. Deswegen wurden diese Bauteile hier, das kann man schön sehen, die wurden dann weggelassen, die wurden dann hinten draufgelegt, damit der Motor besser belüftet worden ist. Die Möglichkeit habt ihr auch. Ihr könntet sogar rein theoretisch oben die Motorhaube komplett weglassen. Da ist so eine Verstrebung, wie man schön in der Anleitung sehen konnte. Und dementsprechend dann diese Bauteile den Motor dann schön sichtbar machen. So, und wie wir uns das hier angucken, ist das Leder, ist hier schön dargestellt. Das wirft so ein bisschen hier Wellen, dass der Stoff da zu sehen ist. Gewehrhalterung und dann halt die Motorhaube. So, Armaturenbrett da nochmal sehr schön zu sehen.
Und hier sind dann die Klappen und die können auch offen dargestellt werden. So, und jetzt zeige ich euch auch nämlich warum, weil wir hier diese Verstärkungsstreben auch drin haben und die sahen oder waren relativ markant dafür. Das war ja relativ dünnes Trompetenblech, was da genommen worden ist, und damit das nicht total labbrig war und eine gewisse Versteifung drin war, sind halt diese Verstärkung da halt drin gehabt. So, und was halt auch ganz wichtig ist, ich hoffe, dass die Kamera es reingekriegt hat, die wurden praktisch an den Rahmen angenietet. Mit so kleinen Nieten hier sollte man sie sehen können. Ich hoffe, dass die Kamera das schön reinkriegt. Die wir auch übrigens hier im Motorraum vorne und hinten, und deswegen auch mein Einwand vorhin, weil das hier auch dargestellt ist, die Leitung hier. Da könnte man natürlich noch einiges mehr ergänzen, wenn man denn wollte. Aber der Gestaltungsmöglichkeiten der eigenen sind natürlich keine Grenzen gesetzt. So, dann kommen wir hier zum nächsten Spritzling. So, und ihr habt schon gesehen, die Teile lagen schon mal bei. Nicht alle werden benötigt. Einiges kommt ja, wie gesagt, in die sogenannte Grabbelkiste. Hier sind dann die anderen Bauteile. Nochmal hinten auch das Heck. So, und da nochmal der Tipp von mir an euch. Wenn ihr die Seitenteile hier miteinander verbindet mit dem, klebt das noch nicht hinten alles total fest. Richtet das so aus, dass das schön zusammenpasst, dann geht der Zusammenbau auch super, genauso wie dieses Gestell hier oben. Das würde ich erst, ich sag mal, trocken zusammensetzen mit der flachen Seite hier, dass ihr da praktisch diesen schönen Staukorb habt. Dann sollte es beim Zusammenbauen absolut keine Probleme geben, weil das habe ich hinterher nämlich gesehen oder festgestellt, dass diese Sachen doch, wenn man das separat macht und dann aufsetzt, ein wenig einfacher einzubauen sind, als wenn man das denn an dem Fahrzeug direkt macht. So, hier die Detaillierung. Genau so. Schön zu sehen. Und bei sowas ist natürlich immer wichtig, dass wir auch eine Indetaillierung haben, gerade von Teilen, die man dann sehen kann. Und die finden wir dann natürlich auch hier. Auch das passt soweit. Dann haben wir hier einige Bauteile, die tatsächlich erst diese späte Variante zu dieser späten machen. Das ist einmal hier dieses geänderte Heck, ihr habt das ja eben schon gesehen. Und das wären hier auch die Flügel an den, so, komm mal hier, an diesen Bauteilen. Da müssten nämlich einige Sachen ergänzt werden. Kann man machen, man könnte auch die aber vorhandenen runterschleifen, dann muss man sich oder kann man sich diese Arbeit sparen, weil das ist eigentlich das Komplizierteste an dem ganzen Bausatz, und meiner Meinung nach muss man das gar nicht so doll handhaben, wie das da in der Anleitung steht. So, relativ unspektakulär. So, hier die anderen Anbauteile und da oben die 1943er Variante war natürlich schon im Shell-Programm. Das Shell-Programm hat dann einfach nur ausgesagt, wir müssen sparen, Sachen vereinheitlichen. Wurde dann noch mehr konsequent umgesetzt, indem dann zum Beispiel diese Kabinen da entfallen worden sind. Dann wurden diese Einheitsfahrerkabinen aus Holz gefertigt. Da wurde sogar noch das dünne Pressblech eingespart und so weiter und so fort. So, Laufwerkskomponenten haben wir hier. Ein bisschen Bewaffnung haben wir auch, und zwar in Form hier von den zwei Gewehren, Vorder- und Rückseite. Dann die Druckluftbehälter für die Bremse und so weiter und so fort. Ein bisschen Schanzwerkzeug, um sich zu helfen auch. Und hier sind die kleinen Griffe, die ich ja vorhin schon erwähnt habe. Und bei den Reifen, da gehen wir diesmal einen anderen Weg. Und zwar ähnlich wie die von Gecko. Und da haben wir nämlich hier sozusagen das Innenteil. So, und wenn ich jetzt nicht so trockene Finger hätte, würde ich das auch bestimmt sogar aufkriegen. Genau, hier haben wir nämlich Gummireifen. Da gibt es, wenn gewünscht, natürlich auch immer Ersatz von Herstellern. So, und dann kann man das, natürlich dann die Seite, nee, es war sogar die Richtung, das könnte man dann hier draufsetzen, so, zack, und dann hat man dann hier gleich den richtigen Reifen, natürlich ohne diese Angüsse, weil das muss dann noch weggemacht werden. Ich habe das jetzt einfach nur mal draufgesetzt, damit ihr mal gucken könnt. Zu den Reifen kommen wir gleich auch nochmal separat. So. So sieht das Ganze aus. Federpakete hinten. Muss super unbequem gewesen sein, wer jemals irgendwie auf dem Gummiwagen mitgefahren ist, der nur über diese Federung da verfügt,
das über die Blattfedern, der weiß, wie super unbequem das ist und da merkt man hinterher jeden einzelnen Knochen und das kann ich euch wirklich so bestätigen. So, und das hier, wie gesagt, sind mit die kleinsten und fiesesten Bauteile. Da müsst ihr schönes, scharfes Werkzeug haben, sonst knickt das Ganze ab, dann müsst ihr es zusammenkleben, ist ein bisschen mühsamer und das kann man sich einfach schenken, indem man dementsprechend in ein hochwertiges Werkzeugset investiert. So, das Ganze hier nochmal von hinten. Die müssen dann zusammengeklebt werden, die Gummibandagen bemalen, dann ist das schon fast fertig. Dann habe ich hier die Gummireifen oder die Vinylreifen sind es ja. Und da gucken wir uns mal hier das Profil an. Herstelleraufdrucke oder so haben wir auf den Reifen nicht. Die gibt es Werk mit dazu. Dann haben wir noch zwei Bauteile separat. Einmal unten das Chassis oder den Body. Da müssen dann hier die Bauteile hier entfernt werden. Die waren zum Anspritzen dran. So, und ich finde es wirklich sehr erfrischend, dass das hingebekommen worden ist, dass das hier tatsächlich ein Bauteil ist, dass ich das nicht noch mühsam zusammensetzen muss, wie jetzt bei anderen Herstellern. Weil wenn das Ganze hier verschoben ist, dann kommt eine ganze Menge Spaß. Eben nicht. Weil dann müssen wir tatsächlich erstmal gucken, dass wir das alles erstmal wieder gerade ziehen. Und wenn wir jetzt wie hier ein durchgängiges Bauteil haben, dann ist das natürlich schon mal wirklich eine wesentliche Erleichterung. Da achtet drauf, dass die Bodengruppen, dass die Teile alle richtig positioniert werden. Wir haben das versucht in der Anleitung mit Teilen wirklich auch visuell darzustellen. Das war vorher nicht der Fall. Das war wirklich sehr kompliziert. Ich habe da ewig dran gesessen und musste fummeln und gucken, wie. Denke ich mal, dass wir mit der Anleitung da echt was Gutes auf die Wege gestellt haben, damit das dann auch ja, möglichst praktikabel ist und ein schönes, tolles Bastelerlebnis sich dort einstellt. So, das Vorderteil. Und ich habe euch ja vorhin gesagt, da müssen Sachen abgeschliffen werden. Und um diese diesen Vorsprung hier, der geht es praktisch, aber wenn ihr da ein bisschen nacharbeitet, ein bisschen mit der Hand rangeht, dann müsst ihr das soweit gar nicht machen. Würde ich euch empfehlen, erstens mal sehen das wirklich nur 100%ige Pros irgendwie, da fragt nie wieder ein Mensch nach und das ist echt, ich habe das auf der einen Seite versucht, eine ganze Menge Arbeit und das artet fast in Strafarbeit aus. So, hier haben wir eine kleine Auswerfermarke. Da bleibt so gut wie nichts mehr von übrig. Das muss einmal hier plan geschliffen werden. Aber hier, beziehungsweise das muss einmal abgemacht werden, weil hier kommt dann die Sitzbank hin. Und auch da wurde intelligenterweise, dann kommt was rübergeklebt, man sieht nichts mehr. Und alles andere ist mit Riffelblech, wie man hier schön sehen kann, versehen. Da sind auch die Wartungsluken angedeutet mit den jeweiligen Griffen. Also das wurde soweit schon gemacht, damit das dann verschwunden ist. Man könnte sogar das Fahrzeug umgekippt darstellen, da wir auch an den Unterseiten, wie man hier sehen kann, eine sehr schöne Detaillierung haben. Gravuren, Nieten und so weiter und so fort. Alles ist dabei, nichts verzogen, sehr schön gerade. Und die Verschlüsse von diesen eben von mir genannten Wartungsluken sind tatsächlich auch mit dabei. Also das klappt schon mal wirklich sehr hervorragend. So, hier ist der Spritzling mit den Figuren. 6 an der Zahl. Ein interessanter Aspekt ist, hier auch bitte sklavisch an die Anleitung halten, nicht einfach frei Schnauze, kann ich euch ebenfalls empfehlen. Da nämlich die Figuren sitzen ja, dann geht ja die Uniform so ein bisschen nach außen und das wurde ganz intelligent gelöst, indem man hier diese Taschen von dieser Uniform praktisch separat aufklebt. Ihr klebt erstmal die Beine zusammen, ich würde dann noch den Body dazu machen und dann erst hier die Taschen machen. Ein bisschen warten, bis das angezogen ist, sonst fällt das wieder auseinander. Auch das sollte nicht so der Fall sein. Passt die Figuren an. Also auch da würde ich erstmal warten, bis das Fahrzeug tatsächlich so weit ist und nicht erst mit den Figuren anfangen, damit man die gegebenenfalls ein bisschen anfassen oder anpassen sollte, könnte. Das ist nämlich so zum Beispiel, der eine, der stützt sich da so ein bisschen drauf ab und so an der Haltestange und so und da sollte man natürlich ein bisschen gucken. So, wenn wir uns das angucken, die Jungs verfügen hier über Stiefel, haben sehr schön gemachte Uniformstrukturen, die Stöße, die Nähte, das passt alles richtig gut. Brustadler, relativ easy, cool alles. Haben Schiffchen, auch das ist soweit so, aber klar hier. Und natürlich schön, wenn es damit beides ein
Fahrzeug mit Figuren, finde ich, vermittelt immer zwei Sachen. Einmal ein bisschen mehr Action und das zweite ist, wir haben immer einen Größenvergleich, weil sich der geneigte Betrachter immer vorstellen kann, Mensch, so und so groß muss das Fahrzeug sein, wenn die Figuren dementsprechend groß sind, weil man das auf sich selber projizieren kann. So, dann haben wir einmal hier ein Metallseil dabei. Das haben wir hier. Ich zeige euch das einmal. So, dieses Metallseil ist ein bisschen störrisch. Das ist nämlich hinten für die Winde. Und bevor ihr das bearbeitet, würde ich das auf ein Stück Holz anpinnen und dann würde ich das erstmal ausglühen lassen. Das macht ihr am besten zum Flambieren, wenn ihr Creme Brûlée macht oder so, gibt es einen kleinen Flammenwerfer. Das einmal ausglühen, das muss richtig einmal glühen. So, und dann wird das richtig weich. Achtung, beziehungsweise biegsam. Achtung bitte, Verbrennungs-, Verbrühungsgefahr, nichts in Brand stecken, das ist immer ganz wichtig. Aber erst dann kann man dieses Kabel tatsächlich richtig nutzen. Leider ein kleiner Nachteil. So, hier sind die Ketten und das sind die wunderbar berühmten Einzelgliederketten. Und wenn ihr hier euch ein ganz, ganz, ganz bisschen Mühe gebt, dann bekommt ihr tatsächlich eine bewegliche Einzelgliederkette. Auch da habe ich noch was für euch vorbereitet. Und zwar funktioniert das wie folgt. Ich hoffe, dass die Kamera das hier schön reinkriegt. Hier haben wir jeweils zwei kleine Kettenglieder, wobei die schon relativ groß sind, wenn ich dann Panzer 1 denke. So, und hier, ich gehe mal ganz nah ran, hier sieht man ja, sind zwei Vertiefungen. Und da, so auch in die Kamera halten, macht ihr das dann rein. Das passt wirklich hervorragend rein und es ist noch ein bisschen Luft. Ich hoffe, die Kamera, ja, so kann man das wunderbar sehen. So, und ganz wichtig, da ist nämlich der Trick 17, ganz wichtig ist, dass hier, dass die schön weit runter sind, ein bisschen runterschieben und hier in der Mitte praktisch, wo nicht die Pönöpel sind, ich glaube, wenn ich das jetzt richtig ziele, zack, da müsste ein Tucken Kleber und da passt am besten wirklich der relativ dicke Kleber von Revell. Da kommt dann hier das Gummipolster hier drauf, was natürlich jetzt umgefallen ist, du Lümmel. Drehen das hier nochmal um. So sieht das dann auch aus. Genau. Und dann ein bisschen bewegen und dann passt das. Also ich habe das jetzt bei den anderen Fahrzeugen von das Werk probiert. Und auch bei diesem, das klappt wirklich eins mit Sternchen. Da kann man echt nichts sagen. Dann haben wir noch das Bauteil hier, dann einmal Klarsichtteile und natürlich den Abziehbilderbogen, der hier ist. Und da würde ich sagen, die Sachen gucken wir uns eben einzeln nochmal an und dann sind wir mit der Vorstellung leider schon wieder durch. So, die Klarsichtteile haben wir hier. Ja, typische Klarsichtteile, wie man sich die vorstellen kann. Zum Lackieren würde ich euch empfehlen, bastelt euch eine Maske. Geht ganz gut mit dem MBK-Tape, dass ihr das hier einmal abklebt, dementsprechend einschneidet mit einem scharfen Skalpell. Da gab es mal eine Maske von Eduard, ich weiß aber nicht, ob die tatsächlich noch erhältlich ist. Und dann lackiert ihr das, weil ja nur die wirklichen Glasflächen dann auch dementsprechend durchsichtig waren. So, Trittbleche haben wir hier, einige Anbauteile, die hier auch zu sehen sind, zum Beispiel beim Antriebsrad, da muss das hier rum, hier, zack, und hier unten sind die Wischerblätter für die Windschutzscheibe vorne und dann kommen wir hier zum guter Schluss und zum guter Letzt, kommen wir hier zu dem relativ umfangreichen Deckelbogen, so, und da haben wir von der Waffen-SS Paragraf 86a konform geteilt, die ganzen Sachen. Wir haben hier Sachen von der Luftwaffe und auch zwei Heeressachen. Und wie gesagt, das ist das, was ich vorhin genannt habe. Da sind die Decals einmal in Schwarz und in Weiß gehalten. Je nachdem, was ihr da nehmen wollt. Also wie gesagt, ich habe auf den Bildern Weiße gesehen. Es gibt aber auch Schwarz in dem Zeitraum. Deswegen, das ist nicht so super klar und einfach. Und bevor wir fertig sind, haben wir euch noch was mitgebracht. Hier ist ein fertig gebautes Modell. Also es geht zusammen, wie man schön sehen kann. So, und da zeige ich auch noch mal ein paar Einzelheiten. Hier in der Detailaufnahme, die habe ich jetzt eben festgeklebt. So sieht das Ganze aus. Da kann man dann hier reingucken. Man kann da irgendwelche Ausrüstungen und auch hier, ihr seht, die Kette, die ist super beweglich hier. Ich habe sie jetzt nur einmal zusammengeklebt, damit das nicht auseinanderfällt. Die einzelnen Laufwerksteile. So, ich drehe das Ganze mal um, dass man das hier schön sehen kann.
wie gesagt, ein bisschen ausrichten alles, dann ist das absolut gar kein Problem. Geht ging relativ einfach zusammen. Am Laufwerk da ein bisschen aufpassen, also Unterbodengruppe. So, und hier ist der Motor, auch da kann man den schön sehen, dass alles da drin ist und auch den geteilten Reifen, wenn der erstmal bemalt ist, da sieht man dann gar nichts mehr bis zur Felge. Und auch hier die, na komm her du Lolli, die Figuren. Und wie ihr seht, ich habe das hier nochmal abgepult, das Lenkrad, weil ja sonst wir eins zeigen oder ein Hin und Her rausholen zu einem späteren Bemalen oder so, halt nicht möglich gewesen. Interessante Posen allemal dabei. Von den Figuren finde ich ganz gut, wie der eine da so ein bisschen am Wegdösen ist. So, und hier gibt es auch nochmal verschiedene Optionen. Die habe ich jetzt einfach mal angebaut. Hier für, ist auch für eine spätere Variante. Hier ist kleine Suchlicht. Kann man auch weglassen. Dann war da einfach nur so ein kleines Lichtlein. So, und ihr seht das hier, dass ich das dementsprechend hier angepasst habe. Auch das passt ganz gut. So, da sollte es kein Problem sein. Von unten sind die Modelle natürlich auch detailliert. Da verschwindet ja fast ein Großteil hin, wie man hier schön sehen kann. Aber ihr wisst auf jeden Fall, dass es da ist. So, und das Laufwerk, das ist, ich habe das jetzt festgeklebt, damit es ein bisschen hält. Das war nämlich vorher ein bisschen schlabberig. So, ja, und da sind wir mit der Vorstellung auch schon durch. Gut, komme ich zur Schlussbetrachtung. Wo bist du hin? Da. Endlich wieder erhältlich der Bausatz. Lange Jahre war der nicht erhältlich und wenn dann nur für Mondpreise mit vier interessanten Dekelvarianten. Und auch da muss man mal sagen, da haben wir wirklich gute und richtige Arbeit geleistet, muss man sich mal selber loben, weil wenn ihr das bei Mitbewerbern kauft, steht da immer unidentifizierbare Einheit. Das haben wir mal anders gemacht. Da wurde sich wirklich die Mühe gemacht, wurde mal geguckt, wann war welches Fahrzeug irgendwie wo eingesetzt. Finde ich persönlich für mich immer, da hat man gleich viel mehr Bezug zu einem Fahrzeug. Schön, dass es das gibt, aber Feuer frei für euch, was ihr davon so haltet. Würde ich mich riesig darüber freuen, über ja ein Feedback von euch und dann, ja, viel Spaß beim Betrachten der Bilder und danke für eure Aufmerksamkeit.